Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Willkommen zu einem Retro-Let's Play. Heute ist FIFA 96 angesagt. In meiner FIFA-Zocker-Story habe ich euch ja mal viel zu meinen ganzen FIFA-Teilen erzählt. So auch zu diesem hier, ja, wie mich das finanziell damals richtig belastet hat, als Schüler 120 D-Mark dafür auszugeben. Aber das ist jetzt uninteressant. Jetzt wollen wir es mal spielen und uns angucken, was mich damals dazu so gereizt hat und warum es mir wert war, dafür für meine Verhältnisse so viel Geld auszugeben. So, dann wollen wir mal hier FIFA 96 spielen. Ey, was für ein Intro hier, ey. Da weiß ich, das hat mich damals echt noch geflasht, ey. Das weiß ich noch, weil richtige Videoaufnahmen zu sehen waren, wie man jetzt sieht, ne? Ich hatte ja mal FIFA International gespielt, den Vorgänger davon, und das waren Meilen. Also es war ein meilenweiter Unterschied, schon alleine wegen diesem Intro. Sowas hat damals halt einfach schon geflasht, ja, von der Grafik her. Das ist jetzt natürlich nicht hier das Wembley-Stadion von England, original, ja, das original Wembley-Stadion. Da musste man damals erstmal drauf klarkommen. Ja. Und ja, das hat schon richtig geburnt, das Intro hier, deshalb lasse ich es auch einfach mal laufen. Burnt mich heute natürlich nicht mehr, aber damals, weiß ich noch, habe ich mir das nicht nur einmal angeguckt, sondern jedes Mal. Genau, hier, das waren die richtigen Videoaufnahmen. Und das damals auf meinem Computer. Also das, ich fand das toll. Da waren noch die 120 D-Mark, die ich dafür investiert habe, gleich sinnvoll investiert. Oh, hier, guck mal, da sah man sogar einen deutschen Nationalspieler. Ich glaube, Martin Wagner könnte das gewesen sein. Das waren hier die Szenen, glaube ich, von der WM 1994. Ja, das Spiel ist ja von 96 oder 95 halt, ne? Genau, hier konnte man richtig die Spielszenen sehen. Jawohl. Ja, hatte schon was. Boah, was für ein Tor hier. War das George Schwer eben? Ich weiß es gar nicht mehr. So, jetzt machen wir mal weiter hier. So, da haben wir das Ganze. Erstmal die Musik reduzieren hier ein bisschen. Sprache machen wir mal auf Deutsch. Super VGA-Grafik machen wir natürlich an. Spielernamen machen wir auch mal an. 4 Button-Joypad machen wir aus. Ich mache mit Tastatur hier. Aktion, Fouls an, Verletzungen an. Bodenbeschaff mal Zulauf. Ja. Halbprofi, wir machen erstmal. Ach, man kann nur Halbprofi. Okay. Ich dachte, es wäre ja noch Amateur oder sowas. Seiten aus. Nee, dabei soll schon das ausgehen. Okay, so lassen wir das mal. Ja, Tastatur konnte ich jetzt hier irgendwie nicht einstellen oder zumindest mal gucken, welche Tasten denn davon nöten sind. Müssen wir im Spiel rausfinden. So, wir machen erstmal ein. Hier, zurück zu DOS, Leute. Ach, wie abgefahren. Wir machen erstmal ein Modem-Einstellung. Konnte man das etwa schon online spielen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe ja hier kein. Ja, keine Möglichkeit, das Ganze online zu spielen. So. Ich will natürlich unsere Nationalmannschaft nehmen. International. So, wir wählen. Ach, Germany, ne? So, und jetzt hier aber nicht gegen Italien. Da haben wir eh immer unsere Probleme hier gegen Island. Das war damals noch ein ganz kleiner Fußballzwerg. Heute ja immer noch, aber bei der EM 2016 haben sie ja ganz gut gespielt. Ach so, hier kann man jetzt sämtliche Mannschaften. Nee, ich dachte, ich kann hier meine eigene Mannschaftsaufstellung machen. Das kann ich erst später machen. Da hätte ich ein Team erstellen können wahrscheinlich. So, wir machen das jetzt mal so. Legen das mal fest. Ja, Deutschland klar stärker. So, Halbprofi hier kann ich ja wie gesagt nichts ändern. Das lassen wir auch einfach mal alles so. So, wir wählen aus, dass wir Deutschland mit der Tastatur spielen. Und jetzt können wir mal die Mannschaftsaufstellung hier mal gucken. Achso, ja, 4-4-2 ist so. Und ach, komm her. Haben wir ein Übergewicht im Mittelfeld, kann nicht schaden. Startaufstellung. Ja, Bodo Ilgner im Tor, Jürgen Kohler,
in der Manndeckung Michael Schulz, damals glaube ich vom BVB, Lothar Matthäus, Guido Buchwald, Matthias Sammer, Thomas Hessler, Andreas Möller, Stefan Effenberg, Jürgen Klinsmann, Karl-Heinz Riedle, Thomas Doll, Andreas Thom, Thomas Helmer, Christian Ziege, Andreas Köpke. Ja, große Namen alles. Große alte Namen aus dem deutschen Fußball. Ilkner Kohler, Matthäus Buchwald, Weltmeister, Sammer Europameister geworden, Hessler Europa- und Weltmeister, Möller ebenfalls, Effenberg, ja, der war bei den großen Sachen dann immer nicht dabei, weil er sich nicht benehmen konnte. Klinsmann auch ein ganz großer Europameister, Weltmeister, Riedle Weltmeister. Thomas Doll ist, weiß ich gar nicht, ob er bei der WM dabei war. Andreas Thom war auch hinterher dabei erst, der kam ja aus dem Osten dann. Dazu gestoßen Thomas Helmer, Europameister von 96, Ziege ebenso und Andreas Köpke damals dann 96, der Stammtorwart. Aber hier zu dem Zeitpunkt noch nicht, obwohl das Spiel von 1996 ist. Das war ja ein bisschen veraltert, die kamen dann meistens immer ein Jahr früher raus. Ach, ich merke gerade hier, ich mache mal wieder Licht an. Ich habe das nämlich ausgemacht. Und dann starten wir das mal. Und ich fand die Grafik genial, Leute. Ich hatte ja neulich mal FIFA-Zocker International gespielt. Und so, ich muss mal ein bisschen einspielen. Flachen Pass mache ich so, mit A mache ich den hohen Pass, ja, und mit D schieße ich dann, glaube ich. Oh, jetzt macht hier der Computer selber irgendwas. Boah, das ist aber um einiges schneller als FIFA International, was ich da damals gespielt hatte. So, genau, mit D schieße ich. Okay. ASD waren, also A war hier hohe Flanke und D ist. Boah, das ist wahnsinnig schnell. Also viel, viel schneller als. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die Spieler jetzt, ob man hier auch sprinten konnte. Boah, komm hier gar nicht mit dem Tempo. Ach nee, das war. Ja, das ist die Überforderung. Einfach mal verzweifelt nach vorne geschlagen, das Ding. Boah, komm her. Wenn die mal wirklich so laufen würden, unsere. Das wäre nicht schlecht, wa? Ich meine, ich laufe zwar auch nur hinterher, aber ich laufe. So, jetzt aber. Ach, Mensch, da habe ich die Passtaste gedrückt. Boah. Ja, ein Dribbler war der Klinsmann nie, aber doch ein genialer Stürmer. So, Thomas Hessler, der hingegen konnte dribbeln, aber läuft sich auch fest. So, Lothar Matthäus. Ja, 96 war auch schon über sein Zenit drüber. Oh, was für eine Parade. Ja, grafisch fand ich das Spiel auch schon echt wesentlich besser. Das ist jetzt hier die Super VGA-Grafik. Ich hatte die irgendwie ein bisschen cooler in Erinnerung, muss ich zugeben. Ach, komm schon. So, schon Halbzeit, Leute. Aber immerhin 0-0. Bei International habe ich das erste Spiel gleich verloren. Und zwar gegen Fußballmacht China. Aber gut, unsere Nationalmannschaft. Oh, hier. Da haben wir wieder 10 von der WM 94. Das war auch Finale Brasilien gegen Italien. Das damals Brasilien nach Elfmeterschießen gewonnen hatte. Roberto Baggio in den Abendhimmel. Ja, von der USA irgendwo. Ah, ich bin hier. Na, hat er festgehalten. Der Bodo. So. Jetzt aber, komm, jetzt mach mal einen Meter da. Ah, Motzki Sammer hier. Guido Buchwald. Ja, ich muss sagen, ich habe ja überhaupt gar kein Konzept. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich hier vernünftig ein Spiel aufziehen soll bei der Spielgeschwindigkeit. Kommen ja meine Augen gar nicht mit. Muss ich sagen, so schnell habe ich spätere FIFAs jetzt nicht in Erinnerung. Oh. Erster Torschuss hier, richtig gefährlich. Ja. Vielleicht mal Flankenlauf. Na, was war das denn eben? Habe ich zu mir selbst geflankt?
Ich schaff's gar nicht, da so mal vernünftig einen anzulaufen hier. Aber ich fand es damals genial, das weiß ich. Und ich habe es auch beherrscht. Auch nicht im Halbprofi, sondern im Profimodus sogar. Ja, ich habe ja schon erzählt, dass ich da mal viel Geld für meine Verhältnisse viel Geld ausgegeben habe. 120 D-Mark. Und dann, ui, das hat gekracht. Und naja, da musste man sich natürlich auch reinfuchsen, ne? Ach, was machst du denn da, ey? Ja, 0-0. Mal gucken, ob wir jetzt irgendwie ein Elfmeterschießen oder sowas machen können. Ja, komm her, wir machen mal ein Elfmeterschießen. Das gönnen wir uns jetzt einfach nochmal. Verlängerung nicht. Krieg irgendwie nicht viel hin hier, aber ein Elfmeter sollte ich ja vielleicht nochmal schießen können. Oh, Karl-Heinz Riedl ist der Erste hier für uns. So. Okay, wie mache ich das jetzt? Ich würde sagen, einfach Pfeiltaste und D, ne? Jawohl, ja, damit er auch mal ein Tor sieht. So, jetzt Torhüter würde ich auch sagen, Pfeiltaste und dann D oder sowas, ne? Ja, falsche Ecke. Hat er mich verladen. So. Jürgen Klinsmann, eigentlich immer ein sicherer Schütze. Eigentlich. Nicht, wenn ich ihn schieße oder steuere. Schon wieder ins falsche Eck hier gesprungen. Ah, ich sehe es mal wieder kommen. Ich blamier mal wieder den deutschen Fußball, obwohl man kann ihn ja momentan nicht blamieren. So, Stefan Effenberg. Na los. Ah, der hat da Eier gehabt. Schön hoch oben im Winkel rein. Ja, freut euch mal nicht zu früh, Leute. Noch liegen wir zurück. Ich springe jetzt einfach mal in die andere Ecke. Ach, Glück gehabt. Hat er rübergeschossen. Ja, die Isländer haben wahrscheinlich hier nicht die beste Bewertung, was die Schusstechnik und Schusskraft angeht. So, Andreas Möller. Ja, eiskalt. So, jetzt ist das Spiel wieder offen. Schauen wir mal. Ja, die isländischen Namen sagen mir nichts, aber was bei dieser Version jetzt ist gegenüber dem International Soccer, was ich zuvor gespielt hatte. Hier hat man jetzt ja schon die Originalnamen, ne? Die hatten also dann doch schon die Lizenzen. Und wieder gut verwandelt hier von Thomas Hessler. Ja, vielleicht wird das ja mal ein Sieg. Mal gucken, wenn jetzt... Oh, jawohl, das war's doch. Verschossen den letzten Elfmeter ans Aluminium geknallt. Germany Sieger. Ja, Denglisch gab es damals auch schon. Ja, das ist also FIFA 96. Spieler des Tages hier irgendwo ein Isländer geworden. Der wurde auch noch gewählt. Ja, auch recht pixelig die ganze Grafik, aber ich habe das damals schon noch irgendwie ganz anders empfunden. Zumindest habe ich so im Gedächtnis noch. Ja. Ja, jetzt sieht man hier, wer die Spielszene näher. Das war Roberto Baggio. Einer der großen Stars 1994 bei der Weltmeisterschaft. Das war Tavarell, glaube ich, der da umarmt wird. Der brasilianische Torhüter nach dem Elfmeterschießen. Ja, das war FIFA Soccer 96, so sah es aus. Man konnte hier Meisterschaften spielen, Playoff-Spiele, einen Trainingsmodus hatte man auch, um ja, ein bisschen besser zu trainieren. Ich will noch mal gucken, bevor ich hier gleich das abschließe, ich komme nicht darauf klar, dass die Grafik so schlecht ist. Ich war mir der Meinung, das war damals besser. Aber ich habe ja schon Super VGA an. Oder gibt es noch Super Duper VGA? Ne, das ist schon das Beste, was es gibt. Ich will gar nicht wissen, was ist, wenn ich das ausschalte. Dann sieht das wahrscheinlich genauso aus wie FIFA International. Ja, ich hoffe, war interessant das Video. Ja, wer mehr davon sehen will, Daumen nach oben, Abo dalassen. In diesem Sinne, macht's gut, bis dann, euer MacPaverick.